Ja, klar, dem Wasservieh muss ich die Feuerfrucht geben. Klingt logisch. Ah, ein Fisch mit einem nackten Popo. Das ist die Mischung aus dem hier und dem Fisch vom Anfang. Aber ich kann nicht mehr runtergehen, tut mir leid. Die Masterstufen kann man leider nicht anders auswählen. Ja, scheiße, wir müssen hier weg. Genug gefüttert. Nein, das habe ich jetzt nur gesagt, damit die Leute nicht wegschalten. Natürlich füttern wir weiter. Ich wette, jetzt haben sie alle weggeschaltet. Oh nee, ich habe keine Lust mehr, das noch weiter anzugucken. Direkt Daumen runter, 500 Mal. YouTube geblockt. Wir wollen mehr LOL-Videos, genau. Dann gibt's Stress. Scheiße. Essen nimmt. Ich muss aber nur den damit füttern. Ich habe nämlich noch 8 Früchte. Komm, 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 komm. Drück durch die Kacke. Sehr gut. Zu was wird Pegasus? Nein, nicht zu Herkules. Zu Sailor Moon. Richtig. Wusste ich doch, dass Hyperion rauskommt. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass im Hintergrund lauter Fumis sind. Fällt die aber früh auf. Das wusstest du natürlich schon die ganze Zeit. Ja, das habe ich schon lange gesehen, dass da Fumis sind. Vor Wut könnte ich einen Wasserdrachen stehen lassen. Winddrache, Entschuldigung. Oh, der will den Eisen nimmt. Gebe ich ihm aber nicht. Ich gebe ihm die Früchte. Meinen, wie ich bin. Natürlich. Und zu was wird der kleine Engel? Zu einem großen Engel. Im weißen Gewand mit blondem Haar. Respekt. Der einzige, an den ich mich noch erinnern konnte. Oh, eine Nachtwucht. Und zu was wird der jetzt? Das weiß ich nicht mehr. Zu Das ist jetzt Pegasus. mal Pegasus. Aber der hat keine Flügel. Das ist nur. Das ist das letzte Einhorn. Das letzte Einhorn, richtig. Und die Entwicklung finde ich wirklich cool. Wird er jetzt zum grünen Fumi? Nein, zum grauen. Aber ich finde, der ist voll böse. Sieht voll muskulös aus. Und der haut eigentlich auch voll rein. Ich finde den cool. Der ist vom Das Stamm Fumi 4. Reisbällchen. Genau. Ja, und der hat wirklich die schwulste Entwicklung ever. Also ich weiß nicht, wie sie von 4-mal Blubberblasen zum neunschwänzigen Fuchs gekommen sind. An dem ich nur acht. Ari. Das ist Ari. Der auch noch blubber kann. WTF. Aber Ist sei's. das bestimmt Aquana?
Aquana, verkleidet, auf jeden Fall. Ja. Ari Aquana. Naja, auf jeden Fall finde ich es unpassend. Da oben müssen wir übrigens hin. Da. Oben rechts. Dahin. Zu dem Loch. Ja, fahr einfach. Ich wollte es nur mal zeigen. Ist doch voll cool. Okay, okay, ist ja gut. Ich habe nichts gesagt. Chill. Ist das nicht eine schöne Unterwasserfahrt? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Okay. Nehmen wir das mal so hin. Ich weiß, dass ich dich singen kann. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Du kannst natürlich sehr schön singen. Du hast mich noch nie singen hören. Ist auf Grad, aber das war ja eher so ein Sprechgesang. Ach so. Ach Mist, ich hab hier gedacht, hier wären noch andere Höhlen. Na gut, bevor ich mich weiter blamiere, fahren wir direkt zum Richt... Okay, ich hab mich weiter blamiert. Ah, die Musik habe ich auch lange nicht mehr gehört. Hier, das kennen vielleicht nur einige. Nein, eigentlich nicht, weil ihr Wichser alle die Parts nicht mehr guckt. Aber hier sind wir mal rausgekommen und mussten gegen vier Ritter kämpfen und den Feuerrubin zurückholen. Und dann wurde hier die Tür zugesperrt. Naja. Oh, die war doch gerade offen. Ja, die wurde ja zugesperrt. Und zusperren ist vergänglich, glaube ich. Das ist scheiße. Warum können Wachen Narkose? Und warum habe ich keine Schleife ausgerüstet? Oh oh. Warum erinnert mich das jetzt auf einmal so an Zelda? Weiß ich nicht. Link to the Past? Bestimmt nicht wegen der Zelda. Dieses Die Leute heutzutage wissen sich einfach nicht mehr zu benehmen. Das sind Bertie und Erd oder keine Ahnung wie die hießen. Ja. Ich liebe ihre Musik. Ja, die ist cool. Und die sind auch hier eingesperrt, wie man sieht. Bertie und Boris waren's. Das ist Tobi und mein Lied. So, so. Fluchtzauber. Nein, das geht nicht. Ja, ja. Sie verabscheuen Gewalt. Aber es ist eh das Geilste. Dass sie jetzt eigentlich voll die Deppen sind und dann hier so voll die Pros. Die Pimps. Ja, da können wir nicht rein. Das ist auch geil, dass sie fragen, wie wir hier rausgekommen sind und ein offenes Tor haben. Aber sei es drum. Ups. Nein, die wollen uns bestrafen. Müssen wir sie töten. Oh yeah, ein Kampf gegen Ritter. Gegen Söldner. Halt die Klappe. Wir haben Ritter, genau. Ritterrüstung an. Also sind's Ritter. Die haben die bestimmt geklaut. Ich trinke nochmal was. Hätte er jetzt in Inferno reingehauen, wäre das viel cooler gekommen. Und wie viel Schaden mache ich? Fast genauso viel wie Selan und Atea, aber es geht ab.
Was geht ab? Was ab? Tod, tot. Toll, Atea macht's. Okay. Warum nicht? Wow. Tschüss. Oh, ich hasse die Dinger. Haha, sie haben mich nicht gesehen. Oh, Aslan. Klar. Das ist ein Rubrum-Drache. Da würde ich mich aber nicht freuen. Wenn du zurückrennst und ihn machst. Ja, muss. Ich glaube, die ownen mich gerade.